Hello YouTube, hello guys, it's me, Akko. My YouTube channel is Akko the Persian Killer. I'm from Iran, living in Germany. So I will do this video in English language, and it's about sex and its effects on power and sport, or its impact on power, muscle and sport. So, if you want me to repeat this video in English and do it again in English version, so you can comment under this video. Let me know if you want me to do this video in English language. So, Jungs, hier ist wieder Akko. Heute geht's um ein sehr interessantes ein Thema, was sehr viele Leute unterschätzen bzw. gar nicht erst ansprechen, ist ja auch jetzt nicht alltäglich. Also ich habe kaum Videos darüber gesehen, wie die Auswirkung von Sex und Sexualität auf den Muskelsport, Powerlifting, Kraftsport, wie auch immer, wie die Auswirkungen auf den Muskel und seine Kraft ist und sind. Ich werde das Thema heute mal anschneiden und zwar auch mehrere Aspekte dazu sagen. Zunächst mal möchte ich euch mal ganz kurz hier was zeigen. Eine Sekunde. Ja, ist wichtig, damit man auch weiß, ne, das ist so eine Art Urheberrecht. Wir haben 13.32 Uhr und zwar 2012, 12. Februar 2012. Es ist der Sonntag. Ja? So. Ein Sekündchen, ich bin sofort wieder für euch da. Ich muss nochmal kurz hier umschalten. Dann bin ich sofort wieder für euch da. Kamera wieder vernünftig aufstellen. Eine Sekunde. Ja, alles klar. Ich werde mich auch gleich mal hier nochmal zeigen, damit ihr auch mich wieder zu Gesicht bekommt. Ich weiß. Alles klar. So, Jungs, und zwar folgendes. Alles bisschen umständlich, aber jetzt geht's los. Sex und die Auswirkungen auf den Körper bzw. auf den Muskel und ganz wichtig auf die Kraft. Auf die Kraft werden wir, also die Auswirkungen auf unsere Körperkraft wird in diesem Video ein zentrales Thema sein. Und zwar, ich habe ein bisschen schlechte Nachrichten für euch, ja. Alles, was Spaß macht, ne, ist irgendwo entweder ungesund oder, naja, Schaden will ich in dem Fall nicht sagen, aber ist kontraproduktiv. Und zwar für Leute, die gerne Kraftsport machen und gerne sehr viel Kraft haben, habe ich da ein ja eine schlechte Nachricht. Und zwar, wenn man Sex hat, einen Tag vor einer besonderen körperlichen Anstrengung, das kann jetzt ein 100-Meter-Lauf sein, das kann jetzt Powerlifting, Kraftsport sein, das kann allgemein Muskeltraining im Fitnessstudio sein oder sonstiges. Wenn man viel Sex einen Tag vorher bzw. am selben Tag hat, wie man an dem Tag so zum Beispiel irgendein Turnier teilnimmt oder einen Boxkampf hat oder was weiß ich, einen Käfigkampf, was weiß ich, Kampf hat oder möchte irgendwie irgendeinen persönlichen Rekord aufstellen in Bankdrücken bzw. Kniebeuge bzw. Kreuzheben oder sonst irgendwas, sollte man darauf achten, dass man mindestens einen Tag vorher bzw. auch am selben Tag, wo man diese körperliche Höchstanstrengung oder Bestleistung erbringen will, sollte man auf Sex verzichten. Die genauen chemischen Zusammenhänge, wir sind alle keine Chemiker, darum geht es nicht, reicht, wenn ihr wisst, dieser Körpersaft, der bei einem Mann sozusagen bei seinem Orgasmus aus dem Körper mit sehr hoher Geschwindigkeit und Druck
aus dem Körper geschieden wird, um es jetzt mal etwas milder auszudrücken, ja. Dieser Körpersaft ist sehr kostbar. Es sind nur ein paar Milliliter, ne? Es ist kaum großartig. Das sind keine irgendwie 2 Liter oder 5 Liter, das sind wirklich Milliliter. Aber dieses bisschen, was aus dem Körper eines Mannes da verschwindet, sozusagen an Energie, hat sehr große Auswirkungen. Nehmen wir mal an, man möchte irgendwie Bankdrücken machen oder Kniebeuge oder Kreuzheben. Das sind jetzt zum Beispiel so Übungen, wo man wirklich sehr viel Körperkraft braucht, ne, und seine gesamte Energie benötigt, wenn man da Maximalleistungen machen möchte. Möchte einer jetzt, sagen wir mal, durchtrainiert sein oder irgendwie, wie soll man sagen, durchtrainiert sein, abnehmen und einfach ein bisschen Muskeldefinition machen, würde ich sagen, ist Sex zu haben nicht gar nicht mal so schlecht. Beziehungsweise auch produktiv, dadurch nimmt man auch ein bisschen ab, ne? Also wer viel Sex hat, der verbraucht auch sehr viel Energie. Nur wenn einer sehr viel Kraftsport macht und seine gesamte Kraft für eine bestimmte Situation braucht, auf dem Fußballfeld oder im Fitnessstudio oder sonst irgendwo, wo man sehr viel Kraft braucht, der sollte ein bisschen gucken, dass er auf Sex einen Tag vorher beziehungsweise am selben Tag verzichtet. Ein Grund, warum das so ist, ja, ein Grund, warum das auf jeden Fall so ist. Also ich habe mir da ein bisschen ein paar Sendungen angeguckt, paar Dokus über Steinzeit beziehungsweise auch so Theorien, warum das so ist. Nehmen wir mal an, es gibt ein Löwenrudel, ne? Also es ist ein Männchen und sagen wir mal drei, vier Weibchen und dieses Löwenmännchen paart sich ständig mit diesen Löwenweibchen, ja. Hat seinen Spaß über Wochen, über Monate und verteilt auch somit seine eigene Genetik an diese Nachkommen, die von diesen Löwinnen sozusagen ausgetragen werden. Somit würde dieser Löwe sozusagen seine Genetik vermehren und verbreiten. Nur, man muss wissen, die Natur möchte so viel Genpool wie möglich haben. Das heißt, die Natur möchte nicht, dass sozusagen zu viel Inzucht passiert. So gesehen muss die Natur gucken, dass irgendeine, sagen wir mal, irgendeine Funktion diesen Löwen, der sich ständig mit diesen Löwenweibchen paart, diese Funktion dann sozusagen irgendwann unterbindet oder einschränkt. Sonst würde ja nur dieser eine Löwenmännchen seine Genetik weitergeben und sonst keiner. Und somit wäre der Genpool gefährdet. Ja, die Natur ist ja darauf aus, so viel verschiedene Genetik wie möglich zu reproduzieren. Somit wird dieses Löwenmännchen, dadurch, dass er immer mehr Sex hat und immer mehr Körpersaft verliert, immer schwächer. Sprich, nach einer Zeit verliert er so ein bisschen an Körpergewicht, ja, weil er ständig darum bemüht ist, diese Weibchen zu verteidigen, weil er ständig bemüht ist, diese Weibchen zu befruchten, sozusagen, verliert er an Körperkraft, Muskelmasse. Somit, wenn ein oder zwei neue Löwenmännchen in dieses Revier eindringen und diesen Löwen angreifen, haben die eine gute Chance, diesen Löwen zu besiegen, weil er ja schwächer geworden ist. Das ist jetzt, wie gesagt, ich versuche das jetzt ein bisschen so zu erklären, damit ihr das auch versteht. Die Löwen, die aber keinen Sex hatten, haben viel mehr Power, ne, sind aggressiver und können diesen Löwen dann besiegen und somit sich weiterpaaren. Ein Tipp habe ich noch. Viele haben mir geschrieben, dass sie teilweise über eine Woche bzw. 10, 14 Tage Muskelschmerzen haben. Ja, und ein Grund könnte sein, dass wenn man sehr viel trainiert, auch am selben Tag zum Beispiel sehr viel Sex hat, sehr viel Körpersaft verliert, dass der Muskel sich nicht optimal regeneriert und dass der dann dadurch Schaden nimmt. Das heißt, wenn ihr sehr hart trainiert, solltet ihr jetzt gucken, dass ihr nicht an dem Tag irgendwie 20, 30 Mal, irgendwie 40 Mal da irgendwie da euch auspowert mit eurer Freundin und da versucht irgendwie einen neuen Sex-Weltrekord aufzustellen. Also, wer viel trainiert, sollte mal ein bisschen drauf achten, nicht unnötig viel Körpersaft zu verlieren. Jetzt mal an die Männer gerichtet. Bei Frauen, sieht das ein bisschen anders aus, vielleicht mache ich dazu auch ein Video. Man kann seinen Körper in eine anabole Phase bringen. Das hat jetzt mit Steroiden nichts zu tun. Anabole Phase heißt, dass der Körper über Tage oder Wochen in einen Zustand gebracht wird, wo er viel Kraft und Muskeln aufbaut. Man kann versuchen, über mehrere Tage bzw. Wochen auf Sex zu verzichten. Das machen Kampfsportler und Boxer. Müsst ihr mal darauf achten, wenn die dann in so ein Box-Trainingscamp gehen für ein, zwei, drei Monate.
haben die meistens ihre Frauen nicht dabei, damit sie nicht abgelenkt sind sexuell. Und dadurch, dass sie keinen Sex haben, werden sie aggressiver und haben dann dadurch vielleicht einen besseren Boxkampf, weil sie viel mehr Energie haben. Ja? So, was wollte ich euch noch sagen? Ja, wie gesagt, wer abnehmen möchte, wer durchtrainiert sein möchte, der kann ruhig viel Sex haben. Das hilft auf jeden Fall abzunehmen. Wer zunehmen möchte, sollte gucken, dass er nicht bei jeder Gelegenheit irgendwie zu viel Pornoseiten anguckt oder zu viel mit seiner Freundin da unnötig irgendwie Akrobatik macht. Ich weiß, das ist eine harte Sache. Sex ist eines der schönsten Dinge im Leben, aber manchmal, wenn man da Prioritäten setzt, hat man einen Vorteil davon. Zumindest im Kraftsport oder beziehungsweise Leistungssport, ja. Was wollte ich euch noch dazu sagen? Ja, zu dem Thema ein paar Tage oder ein paar Wochen auf Sex zu verzichten, ja. Man sollte es auch nicht übertreiben. Das heißt, wenn ihr zu lange keinen Sex habt, dann fährt der Körper die körpereigene Hormone runter, weil er denkt, okay, da ist immer zu viel vorhanden und sozusagen fährt der Körper die Leistung runter. Also man sollte das nicht übertreiben mit dem kein Sex. Nicht irgendwie da meinen jetzt, ich habe jetzt 12 Monate oder ein Jahr keinen Sex und dann ist das gut, sondern man sollte das wirklich auf ein paar Tage vielleicht beschränken. Okay, Kampfsportler oder Leistungssportler machen das sogar über 1 bis 2 bis maximal 3 Monate, wenn die sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Also jetzt nicht übertreiben und meinen, ja, okay, der Akku hat mir das jetzt erzählt, jetzt verzichte ich mal 1, 2 Jahre auf Sex oder so. Das kann auch kontraproduktiv sein. Das heißt, der Körper braucht Sex, sowohl der Mann als auch die Frau, um bestimmte Hormone herzustellen, hat auch eine positive Auswirkung auf den auf Erholung, auf den Geist, auf den Körper. Also Sex ist schon was Gutes, hat auch hormonell positive Auswirkungen. Nur man sollte auch jetzt nicht am Tag irgendwie 30, 40 Mal meinen, da jetzt den Gigolo raushängen zu lassen und dann irgendwie zu oft Sex zu haben, vor allen Dingen, wenn man viel und Leistungssport betreibt. Im Großen und Ganzen soll das gewesen sein. Soll es das gewesen sein? Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich ruhig. Es kann sein, dass ich was übersehen oder hab. Und ja, ich hoffe, euch damit ein bisschen geholfen zu haben. Wie gesagt, wenn einer zu lange Muskelschmerzen hat, irgendwie über eine Woche bis 10 Tage, 14 Tage braucht, um den Muskel wieder zu erholen, zum Beispiel im Bizeps oder irgendeinen anderen Muskel, kann sein, dass ihr irgendwie an dem Tag, wo ihr zum Beispiel viel trainiert habt oder Hochleistung gebracht habt oder irgendwie eure persönliche Bestleistung verbessert habt, irgendwie, dass ihr an dem Tag oder einen Tag zuvor, beziehungsweise einen Tag danach auch, ne, dass ihr da zu oft Sex gehabt habt oder, naja, ihr wisst schon, Jungs. Alles klar, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Ja, ist halt ein Thema, was nicht sehr viele ansprechen. Ja, und nochmal hier, damit ihr seht, ich bin's, Akko. Euer bester Freund auf YouTube, wenn es um Kraftsport geht. Ich bin jetzt kein Arzt oder sonst irgendwas, ne, sage ich auch immer wieder bei meinen Aufklärungsvideos, aber das ist so meine Erfahrung. Testet das mal, wenn ihr mal Bankdrücken oder Kreuzheben oder Kniebeuge machen wollt, versucht mal einen Tag vorher bzw. am selben Tag keinen Sex zu haben. Vielleicht schafft ihr es da auch 2 oder 3 Tage vorher keinen Sex zu haben. Das hat auf jeden Fall enorme Auswirkungen. Ist halt so, ne? Sex macht Spaß, ne? In dem Fall ist das halt negativ. Man möchte halt so viel Sex wie möglich haben, ist klar, Jungs. Ich verstehe euch, ne? Aber ihr könnt ein bisschen eure Leistung dadurch verbessern. Ich würde sagen, Bankdrücken, je nachdem, auf welchem Stand man ist, so leistungsmäßig, aber so zwischen 3, 4, 5 Kilo bis 10, 15 Kilo kann das ausmachen. Je nachdem, wie weit jemand ist. Alles klar. Ich hoffe, das war ein interessantes Thema für euch und bewertet so gut ihr könnt, favorisiert das Video, bringt mich mal voran und dann werden noch mehr brisante Themen kommen, auch so Themen, die wirklich nicht viele ansprechen. Alles klar. Ich hoffe, ihr hilft mir, ich werde euch weiterhin helfen und wir sehen uns, Jungs. Ach ja, edit mich mal auf Facebook unter Akko, AKO, Platz lassen, A, zweimal K und O. Wir sehen uns. Ciao.